Willkommen zurück hier bei Gothic, bei Lute die Orkhöhle. Ich habe gerade gesehen, da links ist ein Schalter. Das heißt, es geht hier tatsächlich noch weiter, so wie ich das in der letzten Folge vermutet hatte. Man kann hier noch mehr von den Kammern öffnen. Ich hoffe, das langweilt jetzt nicht allzu sehr. Ich finde das interessant, weil, naja, ich erforsche gerne solche Rollenspiele. Und das ist halt was ich bei meinem früheren Durchspielen noch niemals entdeckt hatte. Dass man das hier alles so ausführlich auseinandernehmen kann. Das ist nicht hier direkt nebenan. Ich wüsste gerne, welche Kammer das jetzt war. Na. Na. Komm schon. Na, komm schon. Jetzt geht's. Und ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass ganz am Ende, wenn ich überall durch bin, ich noch ein relativ starkes Item kriege. Ich habe zwar keine Ahnung, was es dann genau sein könnte oder sein wird, aber ich hoffe darauf, dass es so sein wird. So, wo könnte sich das geöffnet haben? Hier könnte es sich geöffnet haben. Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Ne, hier war ich noch nicht. Feuersturm. Aha, interessant. Vor allem als Rolle. Ist zwar natürlich einerseits blöd. Oh, Stärke plus 10. Das ist interessant. Das ist... wo waren wir gerade? Hab's vergessen. Ich habe gerade echt vergessen, worüber ich geredet habe. Meine Güte. War ich hier schon? Sieht so aus. Ja, das sieht so aus. Ach so, ja genau, Feuersturm. Ah ja, tatsächlich, da ist noch was. Da war ich ja noch nicht. Feuerpfeil ist, glaube ich, ein relativ mächtiger Zauber. Von daher ist es ein bisschen ärgerlich, dass es nur eine Rolle ist, weil ich den dann nur begrenzt oft einsetzen kann. Andererseits ist das natürlich für mich die einzige Möglichkeit, überhaupt so einen starken Zauber gerade einzusetzen, weil ich ja nicht wirklich viel Magie gelernt habe oder sehr magisch begabt bin derzeit. Von daher ist es so eine zwiespältige Sache. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das beurteilen soll. Was ich tun könnte, wäre jetzt zum Beispiel, ich muss natürlich auf meinen Mana achten. Mana kosten maximal, Feuerschaden pro Mana 30, also bis zu 150 Schaden. Ein Feuerball. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich meine Mana nicht ausgebe. Aber ich könnte mir vorstellen, so einen Feuerball auf diesen einen Ork da hinten zu wirken. Haha, getroffen. Und er brennt. Wow, ich bin überzeugt vom Feuerball. Ich bin maßlos überzeugt. Und begeistert. Komm schon. Komm her. Na komm. Aber bitte nur einer von euch. Bitte nur einer. Ja, komm näher, komm. Näher. Nein, nein, nur einer, nur einer. Ich sagte nur einer. Ich sagte nur einer. Ach, verdammt. Ich sagte nur einer. Leute. Ist das mit Schlaf versuchen? Ich probier's mal mit Schlaf. Wo ist denn der Schlaf? Da ist Schlaf. Der 5. Ich glaube, da muss ich näher dran, ne? Ah, okay. Geht auch nicht auf die Orks. Dafür habe ich scheinbar jetzt nur noch einen hinter mir. Sieht gut aus. Puh. Wie immer ich das jetzt auch hingekriegt habe, dass mich nur noch einer verfolgt. Ich habe es geschafft. Und das ist alles, was zählt. Auch wenn ich gerade wieder fast tot bin. Ist mir egal.
Ich futter jetzt fleißig Pilze und Fleisch. Fleisch. Ganz viel und mach mich heile. Und dann habe ich noch einen Ork-Gegner da vorne in der Höhle, wo der da herkam. Statt drei, wie am Anfang. Jetzt fehlen mir wieder drei Lebenspunkte. Egal. Komm, hier. Waffe ziehen. Und speichern. So, wo bist du? Wo ist der letzte Ork? Komm her, ich krieg dich. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es so gut läuft, gerade bei den Orks. Das sind ja doch relativ starke Gegner. Und ich bin noch ziemlich schwach. Nein, nicht wegdrehen! Also, verdammt! Ich meinte natürlich, er soll sich hindrehen, dahin, wo der Ork ist. Der Ork hat sich ja nicht weggedreht, sondern der ist weggelaufen und ich habe, also, oder andersrum, ich habe mich ja selber nicht weggedreht, sondern der Ork ist einfach zur Seite gelaufen. Oh Gott, weitere Schreie, da ist noch einer. Wie sie alle Wurzelsuppe dabei haben. Aha, ist das ein Grab oder was, das da auf dem Boden mit den Zeichen? Sieht so ein bisschen danach aus, oder? Keine Ahnung. Wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. Komisch, diesmal wurde es von unten aufgefüllt. Letztes Mal, also gerade eben, waren die Pilze oben. Und die... Achso, ich bin ja schon vollständig geheilt. Ich habe gerade eine neue Waffe gekriegt. Die macht, glaube ich, aber 34 Schaden, genau. Braucht allerdings deutlich weniger Stärke. Als der Steinbrecher. Das ist interessant. Und ich bin immer noch nicht weit genug da drin, um wieder zurückzugehen, glaube ich. Ich muss ja schließlich den Baal finden. Wo ist er denn? Ich habe es von rechts gehört, irgendwo. Na, hier ist nichts. Ich glaube, er ist tot. Verdammt. Ich bezweifle auch, dass ich da jetzt tatsächlich irgendwie rettend... Oder vielleicht doch? Ich bezweifle, dass ich da rettend eingreifen kann. Und er hat mal wieder den Zauber genommen, statt die Waffe. Ich glaube, ich könnte das tatsächlich tun. Ich greife mal da jetzt einfach ein. Tu so viel ich kann. Sag mal. Warum bist du so blöd, dich nicht zu dem Gegner hinzudrehen? Ich habe das Gefühl, der kriegt auch gar keinen Schaden. Andererseits kriege ich natürlich auch keine Erfahrung, wenn er sie selber umbringt. Deswegen ist mein Ziel jetzt gerade schon... Sag mal, Ork! Will nicht einer von euch mal mich angreifen? Und zwar bitte genau einer. Hä? Junge, warum bist du so blöd? Ehrlich, jetzt... Ey, normalerweise dreht er sich zu einem Gegner hin, wenn ich nach vorne schlage. Warum hier nicht? Ich habe irgendwie das Gefühl, die machen alle keinen Schaden, kann es sein. Weder die Orks noch der Baal. Aber die Orks halt irgendwie mir auch nicht. Du sprichst mich nicht mitten im Kampf an. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Sprichst mich nicht mitten im Kampf an, Junge. Alter, wie dumm. So, jetzt. Kor Angar schickt mich.
Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Aha. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koranga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Alles klar, dann folge mir. Aber erstmal werde ich den Viechern hier noch ihre Waffen abnehmen. Nicht, dass sie irgendwie vielleicht doch wieder zu sich kommen oder so. Das wäre mehr als ärgerlich. Haben die jetzt eigentlich irgendwas dabei, die Orks? Also, die meisten natürlich nicht, klar, aber wahrscheinlich hat dann doch mal irgendwann einer doch was dabei. Und ich find's da nicht, weil ich die Orks halt nicht mehr durchsuche. Da liegt doch irgendwas. Ach nee, das gehört zu dem Totem. Na gut, dann werde ich dem Typen halt mal helfen, diese Stollen hier zu durchsuchen. Aber sicher ist sicher, erstmal speichern. Und erstmal eine Waffe in die Hand. Das hat so ein bisschen was von der Minecrawler-Höhle bei der Königin. Jetzt nicht mehr. Ja, ein Ork. Könntest du vielleicht mitkämpfen? Jetzt kämpft er, ja, jetzt kämpft er. Und jetzt habe ich wieder einen Zauber in der Hand. Sag mal, ich fange mal beim mittleren Stollen an. Vielleicht level ich ja nochmal ein paar mehr Lebenspunkte dann. Wie viel brauche ich denn noch? Ah, oh, gar nicht mal so viel. 570. Da geht's runter. Ist der Ork hier oben oder unten? Okay, hier oben ist keiner. Das heißt, hier kann ich ganz gemütlich die Sachen an mich nehmen. Gruschpach. Ich schnapp mir jetzt einfach mal alles. Das wird sicher irgendwann nützlich werden. Pergamenthälfte. Okay. Stahlzunge klingt nach Waffe. Gruschpach klingt nach Orkwaffe. Schauen wir doch mal. Gruschpach, Zweihänder, 30 Stärke, 50 Schaden. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen sinnvoller als das andere. Und das hier ist ein rostiges Bastardschwert. Das macht 45 Schaden. Im Gegensatz zu dem Steinbrecher, der nur 37 macht. War da nicht auch ein Bastardschwert dabei? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Habe ich das gerade falsch gesehen oder war es ein rostiges Schwert? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ein Bastardschwert irgendwo gerade aufgehoben. Na egal. Oder habe ich das gerade in der Hand? Nee, ich habe das rostige Bastardschwert in der Hand. Egal. Ich habe wieder eine stärkere Waffe. Yay! Okay, wie komme ich da jetzt runter? Das könnte der andere Gang sein. Wo habe ich eigentlich den Schaden her? Was? Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Ah. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, ach was.
Was ich machen wollte, ist mich heilen. Mir fehlen genau 30 Lebenspunkte. Jetzt bin ich doch mal so genau und heil die genau. Bevor ich da jetzt mich runterstürze ins Verderben, in das Loch rein und keine Ahnung habe, wo ich rauskomme und wie ich wieder rauskomme. Also keine Ahnung, wo ich reinkomme und wie ich wieder rauskomme, genauer gesagt. Werde ich es mal hier drüben noch versuchen. Jetzt nimmt er schon wieder den Zauber. Das gibt's doch nicht. Weg und weg. Fein. So gehört das. Waffe ziehen, wenn ich Leertaste drücke. Nicht irgendeinen Zauber aktivieren. Na komm her, du Ork. Komm her. Zeig dich. Mach du den da hinten, ich mach den da. Okay, vergiss es. Wie, du kümmerst dich nicht um den Ork und wie, der ist einfach wieder abgehauen. Hä? Was ist das für eine Kampfmoral? Könntest du dich bitte hindrehen und draufhauen, wenn ich draufhauen will? Gott. Das ist gerade echt ein bisschen buggy, das Spiel. Eine Fackel. So sieht das hier aus. Könntest du vielleicht auch mal kämpfen, Junge? Vorhin hast du gekämpft, jetzt hast du keinen Bock mehr, oder wie? Finde ich ein bisschen ätzend. Und ich brauche dringend noch eine bessere Rüstung. Oder sonst irgendwie mehr Rüstschutz. Wobei ich ja glaube, mit den Ringen und dem Amulett das Ganze schon ziemlich ausgereizt habe, was ich derzeit haben kann. Andererseits ist natürlich Angriff die beste Verteidigung. Wenn ich nämlich... Yeah! Wenn ich nämlich zwei Orks als Gegner habe und den einen besiegen kann. Ah, der hatte zum Beispiel seine Waffe noch, okay. Wenn ich zwei Orks als Gegner habe und den einen natürlich besiegen kann, bevor der andere überhaupt zu mir kommt, dann habe ich hier natürlich... Geht das nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Nein, wirklich. Genau. Dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich immer nur gegen einen kämpfe. Obwohl ich eigentlich zwei Gegner habe und in dem Sinne... Ich glaube, so ist das gemeint, wenn man sagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Weil man dann einfach den Kampf schneller beendet und weniger Silber einsteckt. Ist das ein Schalter, das da? Nö, einfach nur eine Textur. So, du wolltest, dass ich die Nischen durchsuche. Könntest du ja auch mal selber machen, ne? Baal. Bist ja wohl zu fein dafür. Also hier ist nix. Da unten, keine Ahnung, komme ich auch nicht rein. Ach so, so eine Nische vielleicht, natürlich. Ist da oben weiter? Nee. Da ist ein Schalter. Ist da noch eine Nische irgendwo? Er hat doch irgendwas von... ich dachte, er hätte was von mehreren Nischen gesagt. Ich habe 13 Fackeln. Wenn ich da jetzt eine verliere, nur weil ich eine Waffe ziehe, meine Güte. So, ich habe hier die andere Hälfte. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Das ist doof. Ich frage mich jetzt allerdings, ob ich immer noch diesen dritten Gang durchsuchen müsste oder muss oder soll mit ihm zusammen. Ich habe jetzt zwar ein paar Lebenspunkte mehr durch den Levelaufstieg. Davor waren es 172, jetzt sind es 184. Aber so richtig viel wird es wahrscheinlich auch nicht bringen.
Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Interessant. Ein Teleportzauber. Und vielleicht erfahren wir ja in diesem Tunnel, was es mit diesem Teleportzauber auf sich hat. Allerdings wird das dann erst in der nächsten Folge sein. Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin.